Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Extension mit dem Mene. Und Moin. ja, moin erstmal. Wir haben es morgen, wann ihr es guckt. Ja, guten Morgen. Guten Abend, oh, schönen Nachmittag. Je nachdem. Ach, moin kann man doch immer sagen. Ja, moin kann man eigentlich immer sagen, ne? Es ist so ein gängiges, ja. Gängige Begrüßung im hohen Norden des genau. Landes, würde ich sagen. So sieht's aus. Soll ich dir die Hälfte der Pfeile geben? Der Betäubungspfeile meinst ja. du? Ja, gerne. Ja. Es ist zwar nicht allzu viel, aber ja, das heißt gar nichts. Genau. Wir wollen, vielleicht, willst du das sagen? Genau, wir haben uns überlegt, dieses Schweinchen hier zu zähmen. Es ist zwar auch noch ein Level 15er, aber. Ach da. Es ist rot. Ist egal, es geht ja nur darum, dass es uns Kacke bringt. Genau. Brauchen wir da eine Bola? Das rennt uns doch sonst weg, oder? Ich weiß nicht, ob man das bolern kann. Ich kann das mal versuchen. Versuch's mal zu bolern. Ich werf die Bola. Ja, doch, es ja, geht. Ja, geht. Ja, okay. Dann Feuer frei, ne? Warte, ich schieß einmal. Papp. Fällt das schon um? Nee. Okay, ich schieß nochmal. Ja. Oh, ein zu viel. Schade. Egal. Ist down. Aber ging schnell. Super. So, ja, und dann aber der braucht doch Bären. Der braucht doch Bären, genau. So, zack, Bären sind drin. Da haben wir schon mal unseren Kacke-Lieferanten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben schon wirklich die wichtigen Dinge. Wir haben einen Rex, der uns hier schön Leder und Fleisch liefert. Wir haben unseren Kacke-Lieferanten. Wir haben unser Beet. Mhm. Und wir haben sogar schon Kristalle. Wir könnten theoretisch schon ein Gewächshaus bauen. Aber was ich als dringlicher empfinden würde, ist, brauchen wir hier vielleicht eine Verteidigung? Nee, oder? Nö, ja, vielleicht sollten wir eine Mauer doch drum ziehen. Wenn hier auch ein Rex spawnt an für sich, dann könnte das beim nächsten Mal alles weg sein. Das stimmt. Okay. Und vielleicht solltest du dir Lederklamotten machen, jetzt wo wir. Das stimmt. Genau, das war das, was ich als nächstes mache. Das Schweinchen geht ja richtig schnell, das ist ja schon fertig. So. Also, für Lederklamotten brauche ich Leder und Fasern, glaube ich. So. Und dann brauchen wir mal. Müssen wir erstmal erlernen. Wo sind sie? Jawohl. Hier, Lederhemd, Lederhose. Lederhose, Lederhemd, Handschuhe, Stiefel und Hut. Ja. So. Pumpa haben wir Herstellung. Gehemd. Lederhemd, auch mal Lederhose, Lederschuhe. So. Boah, bin ich hässlich. Ich müsste mich mal rasieren bei Gelegenheit. Ach so, ja. Also wir können jetzt. Du müsstest mich, glaube ich, rasieren. Kann man, glaube ich, nicht selber machen. Doch, mit der Schere kannst du das selber machen. Ja? Okay. Ja. Vielleicht machen wir hier mal so einen S-Plus-Crafting-Tisch. Zack, zack. Oh, das hat ganz schön viel Leder gekostet. Muss man sagen. Was ist das mit dieser Dermis? Du hast da einem Dodo die Haut abgezogen und da steht jetzt, dass man die Haut zu einer Taxidermy-Base genau. Anhängen soll, um sie zu zeigen. Das kann ich auch schon bauen. Das kannst du sehr früh lernen. Das ist so ja. Das können wir aber machen. Aber wozu? Ich glaube, rein Deko. Ach so. Na gut. So, ich guck mal, was ich noch so. Kann ich schon Steinwände erlernen, eigentlich? Nee, aber ich kann Wasserrohre bauen. Damit könnte ich schon mal die Bewässerung automatisieren. Das wäre auch nicht dass schlecht. Wir, genau, damit wir nicht. Intake. Und. Wasserhahn? Wo ist der Wasserhahn? Hier. Vertikal. Trade. Intersection. So, ich guck mal, ich kann
das jetzt herstellen? So, das dürfte eigentlich alles sein. So, Herstellung. Da brauchen wir doch bestimmt Steine. So ist es. Steine, zack. Also eine Intake. Oh, nicht genug Steine. Habe ich. Hier sind noch zwei. Und hier waren, glaube ich, noch viele. Genau, hier sind noch ganz viele. Ein Wasserhahn. So. Ein Vertical. Oh, jetzt habe ich einen normalen Wasserhahn gebaut. Ich bin ein Depp. Und nicht den S Plus. Naja, gut, egal. So, ich habe jetzt hier so eine Struktur, so ein. Textur. Ja. Ah, da kann man es reinschauen. Ja, tada! Was für ein Ding? Wo bist du? Hier, hier, direkt vor der Hütte. Ach, ist das witzig. Da liegt noch, also du kannst da so die Haut alle reinziehen. Warte, ich habe noch mehr Skinhaut gehabt. Das ist ja lustig. Da war noch was. Das finde ich witzig, das finde ich wirklich witzig. So. Also könntest du jetzt, wenn du da so ein schwieriges Tier erlegt hast, kannst du das halt da präsentieren. Kostüm. Ne. Ist ganz cool. Weil wenn du ein schönes Tier siehst und denkst, ja, das könnte meine Basis verschönern. Also das ist eine Basisverschönerung. Ich finde das ganz cool. Ich glaube, je nach, man kann die auch noch in verschiedenen Größen bauen. Dieses Skulptur. Habe ich Mist. Habe ich natürlich Mist gebaut. Ich habe es geahnt. Hm? Wir müssen das, ich glaube, das Feld. Ist das ein S-Plus-Feld? Ja. Okay. Eventuell umsetzen. Ich probiere erstmal, ob ich es irgendwie anders hinkriege. Moment. Ich glaube, ich muss das Intake einfach. Weiter hier rüber. 8. Bin. 5. Und die 6. Okay. Die Es ist bewässert? Nee, Mist. Hat nicht geklappt. Dammit. Nicht? Doch, bewässert. Hat geklappt. Doch, ist bewässert. Hat geklappt. Hat nur eine Weile gedauert, bis es angezeigt hat. So. Ich setz mal hier so ein. Na, wieso kann ich den nicht hinsetzen? Gut, jetzt müssen wir uns nämlich nur noch um Dünger kümmern und nicht immer noch Wasser reinpacken. Das ist schon mal gut. Hm. Ach, jetzt geil. Das ist ja so cool. Ich finde das wirklich. Ich finde das so wirklich sowas von lustig. Ja, cool ist das wohl, ne? Also ich find's auch cool. Kann man sozusagen so seine Dinos ausstellen, die man so gefangen hat. Ja, also die getöteten Dinos, ne? Ja, ja. Genau, die getöteten, nicht die Gefangenen. Okay. What's next ist die Frage. Basis verstärken. Oder? Ja. So. Das habe ich auch vor. Wollte jetzt hier mal irgend so ein Steinwände überhaupt bauen kann. Ich habe hier so einen S-Plus-Tisch hingesetzt. Und dann ist Smithy oder was? Ja, nee, so ein S-Plus. Ach, so ein Crafting-Table. Crafting-Table, genau. Ah ja, sehr gut. Das fehlt mir. Das ist, glaube ich, dann ein bisschen einfacher, das alles zu bauen. Nee, ich kann tatsächlich noch. Ach so, eine Feeding-Trope können wir noch bauen. Das ist noch eine gute Idee. Das mache ich mal. Dann müssen wir uns nämlich nicht mehr um die um das Füttern kümmern. Kostet 8 Rohmetall. Haben wir noch 8 Rohmetall? Ich glaub's nicht. Rohmetall ist schlecht, glaube ich. Das Rohmetall an sich ist, glaube ich, wirklich schlecht. Ha. Ja, wir brauchen nur noch Rohmetall, dann könnten wir den bauen. Du hattest doch so eine Eisenader dahin gefunden. Ah ja, stimmt. Guck mal, ich flieg mal hin.
Also ich laufe gerade schon. Ah, ist noch nicht respawned, die war hier irgendwo. Achso, hast du komplett abgebaut schon? Ja, nicht da. Achso. Hier ist noch eine. Hier oben. Könnte man auch mal überlegen, ob er in Ankylo. Das sollten wir uns auf Dauer auf jeden Fall auch holen. Ja, weil ich krieg hier nämlich nur Steine raus, kein Metall. Ach, vielleicht müsste ich ein Metallbeil. Mit der Spitzhacke haust du drauf? Nee, muss ich mit der Spitzhacke, ja? Mit der Spitzhacke, dann kriegst du mehr Eisen raus. Okay. Ja, da haben wir ein Metall, aber wir brauchen 8. Alter Schwede. Krieg nur Stein. Stein, Stein, Stein. 2 Metall. Ah. Noch ein Metall. Jetzt sind wir bei 4. Hier von 8. 5 von 8. Sehr gut. Da haben wir es. 8 von 8. Sehr schön. Das klingt doch gut. Boah, dauert das lange. Alter Schwede, ey. So. Steinwände könnte ich ja auch rein theoretisch leeren. Das könntest du, genau. Das stimmt. So. Rohmetall und Stein hier rein. Sonstiges Feeding Shop. So. Dann baue ich den mal. Kannst du mir noch ein Holzpodest irgendwie hier nebens Haus stellen oder so? Damit ich es nicht auf den Boden stellen muss. Ja. Also ein Funde, einfach ein Holzfundament. Ich habe hier noch eins, das ist ein Arbeiter in dem Crafting. Okay. Alles klar, danke. Dings. Der Rumpf da. Ja, hab's. Dann stelle ich das mal hier hin. Und das Ding hier drauf. Na. Zack, zack. So. Öffnen. So, und da können wir jetzt nämlich das Fleisch vom Rex da reinpacken. Inventar öffnen. So, der muss nämlich nicht mit so viel Fleisch hier rumrennen. Kann man nämlich alles da reinpacken. Und dann werden nämlich alle Fleischfresser davon gefüttert. Und dann können wir auch die Bären immer da reinpacken. Für eventuelle Pflanzenfresser, die wollen uns noch zähmen. Ja, einen haben wir. Da mal Bären rein. Der Pumba? Der Pumba, genau. So, Dünger hinzufügen. So. Okidoki. Genau, ich wollte ja für den Pumba einen Sattel machen. Brauchst du keinen Sattel für den. Willst du echt einen Sattel für den machen? Ja. Okay. Ja, mach, ich halte dich nicht davon ab. So. Jetzt haben wir das, die Versorgung, Steinwände. Hast du Steinwände gelernt? Ja. Okay. Kannst du auch welche herstellen? Bestimmt. Und dann können wir uns überlegen, müssen wir uns noch Steinfundamente, ich würde sagen, wir machen mit Steinfundamenten, stecken wir erstmal ab, wo wir die Mauern setzen, oder? Ja. Ich fliege mal ein bisschen nach oben, damit ich mal so einen Überblick habe. Also, was wäre denn eine gute Idee? Okay, Bären kann man mit dem nicht abbauen. Schade. Ne, mit dem kannst du, glaube ich, gar nichts machen. Guck mal, Holz. Wo müssen wir denn die... Wie gesagt, mit dem kannst du, glaube ich, wirklich nicht viel abbauen. Ja, Holz und Thatch kannst du abbauen. Okay. Wände. Wo stellen wir Wände hin? Also ich würde den Fluss würde ich mit in unser Grundstück reinnehmen.
auf jeden Fall. Mhm. Die Brücke natürlich nicht, das ist zu weit weg. Hier ist ein Biberdamm, aber kein Biber. Meine Chance zu looten. Nee, doch, da ist der Biber. Na, den Biber müsste man eigentlich auch zähmen. Das ist ja ein guter Holzfarmer. Auf jeden Fall. Oh oh. Oh oh. Ah. Hast du den Biber hinter dir oder was? Ja, aber ich komme nicht vorwärts, weil ich viel zu schwer bin. Okay. Also, hast du noch Betäubungspfeile am Start? Nein. Ich würde dir einen Biber locken. Das dauert ungefähr 5 Minuten, bis ich bei der Basis bin. Wo kannst du also Betäubungs... Nee, ich glaube, der ist schon abgedreht. Ja, ist schon abgedreht. Hat also. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Narkosemittel. Wir bräuchten ein Tier, was Bären farmt. Also, okay. Wenn wir das hätten, dann könnten wir hier durch die Büsche reiten und... Aber wir haben doch, wir haben doch unser Feld eigentlich, müsste das doch... Ja, das irgendwie kommt das ja noch nicht. Du musst mir mal folgen. Und dann müssen wir mal hier... Da. Pack ich dir mal 100 Holz hier rein. Ah, jetzt. Wobei der Biber farmt, glaube ich, auch... Bären, ne? Das kann sein. Also der macht halt, der farmt halt unglaublich gut Holz. Also das wäre perfekte. Ja, dafür wäre es auch so auf jeden Fall perfekt. Hey. Und ich glaube, um ihn zu fangen, müssen wir erstmal wieder ein paar Narkosepfeile herstellen. Was mal 200 Holz dem Biber geklaut. So. Was kann ich denn noch erlernen? Na, allzu viel können wir an der großen Mitte gerade nicht so viel machen. Aber ich könnte noch mal eben kurz. Hast du schon Steinbände in Auftrag gegeben und Steinfundamente? Nee, in Auftrag habe ich die noch nicht gegeben. Müsste ja in der Smithy eigentlich genug Material sein. Ich muss noch ein Level. Ich muss noch ein Level warten, dann kann ich auch Steinzeug herstellen. Okay. Ich kann eben was anstellen. Und ansonsten bräuchten wir noch, wie gesagt, ein Ankylo oder und ein Ödikus. Ja, ich stelle mal Steinfundamente an, ne? Ja, sehr gut. Zwei. Ich farme in der Zwischenzeit mal noch ein bisschen Stein. Ja. Ein bisschen nervig. Aber. So. Fehlt denn jetzt, um das zu reparieren? Ich werde wahnsinnig. Roh- und Feuersteine. Das ist das Problem. Feuersteine. Na toll. Dieses Werkzeug hält echt nicht lange. Wird Zeit für Metallwerkzeug demnächst. Ja, Metallwerkzeug wäre auch noch eine Maßnahme, ne? Ja. Auf jeden Fall. Weil das dauert ja, mit dem normalen Werkzeug dauert das ja 15 Jahre. Also entweder Metallwerkzeug oder Dödikus-Ankylo oder beides. Ja, beides. Metallwerkzeug und So, ich habe erstmal noch ein paar Steine gefarmt, die habe ich jetzt hier reingepackt. Ja.
So. Stone Foundations, die kosten, wie viel kosten die denn? Weil so macht das keinen Sinn, mit per Hand die Steine farmen, dauert einfach viel zu lange, um da genug Fundamente und Mauern Material zusammenzukriegen. Ich glaube, ich steig mal auf den Flugdino und guck, ob ich irgendwo einen Dödikus oder Ankylo finde. Und kannst du in der Zwischenzeit fürs entsprechende Narkosemittel sorgen? Wollen wir uns das so aufteilen? Jetzt ist das für eine gute Idee, das ist doof. Ich suche nach. Ich sorge für Narkosemittel. Okay. Ich will nur mal eben kurz gucken. Und zwar Werkbank. Dass wir vielleicht schon mal. Level 20 ist die. Dass wir da eine kleine Werkbank schon mal hinstellen hier draußen. Vielleicht können wir uns aber auch schon Eis. Ach so, dann erstelle aber doch gleich die S Plus Smithy her. Genau. Ja, quasi die S Plus Werkbank. Genau. Die wollte ich nämlich lernen. Genau, die kann ich theoretisch. Also hier hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Stego zum Bärenfarmen, aber das brauchen wir eigentlich nicht mehr so wirklich. Wir brauchen noch Stein dafür, da kann ich die bauen. Hier, na Ankylo, ich habe einen Ankylo gefunden. Okay. So, wie kriege ich den jetzt zur Basis? Level 10. Oh, wenn ich Narkosepfeile hätte, könnte ich nicht direkt erlegen. Ich habe nur zwei. Ich habe noch einen. Das reicht nicht. Brauchen bestimmt mindestens 10. Auch wenn der nur Level 10 ist. Ja. Ich könnte versuchen anzugreifen und Richtung Basis zu lenken, aber auch da werden wir ohne Narkosepfeile nicht weit kommen. Nee, das ist richtig. Da brauchen wir wirklich Narkosepfeile. Ich sammle mal ein paar Narkosebären hier ein. Gucken, ob ich welche finde. Aber es regnet halt nicht. Wird Zeit, dass unsere Narkosebärenfarm wächst. Vielleicht sollten wir auch noch mal 1-2 Felder dorthin setzen. Weißt du, was ich meine? So ja. Anbaufelder, vielleicht mittlere. Dann eine Narkobeere, wow. Zwei. Ein paar Narkobeeren kommen zusammen, wenn es auch nicht viel ist. Ja, besser als gar keine, ne? So ist es. So. Man braucht halt 5 für ein Narkosemittel. Halt, solange man die per Hand sammeln muss, ist das halt schon schmerzhaft. Da wäre der Stego halt auch geil, aber für den Stego bräuchten wir halt auch erstmal Narkosepfeile. Ja. Das ist so. Auf welches Level? Metall ist das, ne? Was denn? Das ist der Werkzeug. So. Ja, Metallwerkzeug, da, genau. Weiß ich nicht, auf welches Level das ist. Ab 20. Gott, das ist nervig. So, dann brauchen wir nur eigentlich Metall, ne? Aber noch Metall, ja. Bisschen was ist, müsste da sein. Narkosebärenfarm ist echt langweilig. Ja. Das ist wirklich langweilig. Stehst halt da und fummelst an diesem blöden Busch rum. Naja, gut. Ist leider so, ne? Ja, was muttert Mut. Richtig. So. Ich guck mal, das erste Metallwerkzeug läuft gerade schon. Okay. Durch. Also, wir sind jetzt im Eisenzeitalter. Yay! In der. Oh, was hab ich jetzt gekommen? Ja, für dich. Richtig im Eisenzeitalter kommen wir erst an, wenn wir einen Ankylo haben, damit wir wirklich schnell und einfach die Eisenadern wegfarmen können. Problem ist, ich habe nur 2 bis jetzt in unserer Nähe gehabt. Ich weiß nicht, ob noch mehr
Aber ich habe auch nicht so gut aufgepasst, muss ich ehrlich zugeben. So, wie ist denn der Stand mit meinen Narkosebären hier? 25 habe ich schon mal. Das ist doch schon mal... Das sind schon mal 5 Pfeile. Ja. Hier sind auch noch 2 Narkosemittel drin. Schon mal 2. Ich habe jetzt 3 Pfeile in der Tasche. Aber gibt's nicht, wollte mal gucken, ob man noch hier irgendeine andere Zwischendino erstmal findet. Irgendwie ein Parasaurus oder sowas. Mit einem niedrigen Level, dass man damit, Bären, bisschen, sammeln meinst du? Ja, bisschen ja, da wäre halt, wie gesagt, da wäre halt der ein Stego am besten hier. Rennen massig Stegos rum. Ich kann ja nach einem Low-Level-Stego suchen. Ja. Der muss ja nicht High-Level sein, ist ja wurscht. Das stimmt. Hier sind 2 Stück zum Beispiel. So. Was habt ihr denn für ein Level, meine Freunde? Der eine ist Level 45 und der andere ist Level 15. Hier. Hätten wir zum Beispiel einen männlichen Stego Level 15. Ja, wo ist der denn? Ja, ich muss erstmal zurückkommen und Betäubungspfeile bauen. Ja. Da war ja was, ne? Ja. Aber wenigstens ist ja dann mit den Betäubungspfeilen für mehr Bären gesorgt. Stop. Zack. Ach, die Mortar ist noch drin, ne? Die Hammer und Mörsel, ne? Ja. Genau, die ist noch drin. So. Okay, 26 Bären. Verdorbenes Fleisch. Medikamente, Narkosemittel, 5 Stück. Ui, Entschuldigung. Da habe ich voll ins Mikro gepustet. Ja, das ist bei dieser Jahreszeit, dass man ein bisschen erkältet, am Husten, am Schniefen. Ja. Das bleibt leider hier im Herbst, Winter nicht mehr aus, ne? So, dann habe ich aber trotzdem nur 7 Narkosepfeile. Ich habe Angst, dass das nicht reicht. Das reicht beim Ego nicht. Ne, das dachte ich mir. Also ich würde behaupten, das reicht nicht. Wie viele hast du? Ich hab 3. Okay, das sind auch nicht allzu viele. Komm, mach mal die Pflanzen hier. Bären, zack. Hier hinten wäre noch ein Tech-Para. Welches Level hast du denn, Tech-Para? Level 48. Und was ist, wenn wir uns erst einen Parasaurus zähmen? Meinst du, das macht Sinn? Also ich will halt nicht irgendwie die Narkosepfeile jetzt, meinst du, der Para farmt genug Narkosebären, dass sich das lohnt, da die Narkosepfeile zu investieren? Ich würde jetzt eher sagen, wir versuchen jeder noch fünf Narkosepfeile zu farmen. Mhm. Per Hand und dann halt wirklich ein Stego, weil ein Stego ist halt echt der Bärensammler überhaupt, ne? Das stimmt. Und Level 15 Stego müssten wir eigentlich easy peasy zusammenkriegen, würde ich mal sagen. Ja, dann farmen wir noch mal ein paar Bären. Ja, ich bin schon dabei. Ah, wenn ich auf die Uhr gucke, fangen wir den Stego nicht mehr diese Aufnahme. Nee, das sieht so aus. Das müssen wir dann auf die nächste Folge verschieben. Aber dann würde ich sagen, dann machen wir das restliche Farben von den Bären machen wir dann quasi außerhalb der Folgen, damit die Leute das nächste Mal auch gerne einschalten und nicht Angst haben, okay, ich schalte ein und die Farben machen wir nicht. Genau. Ich glaube, es war deine Folge, oder? Achso, ja, dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten und ich hoffe, es hat euch trotz Bärenfarben gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Arc Extension wieder.
Bis dann. Bis dann. Ciao.